So, hallo YouTube. Ja, nach den ganzen Unboxing und Videoantworten und was sonst noch alles auf meinem Kanal gibt, würde ich gerne mal wieder ein ganz normales Messerchen zeigen. Ja, Messerchen. Seht ihr ja schon. Ja, das ist ein Spyderco Top Deck Folder. Moment. Top Deck CF für Carbon Fiber. Ja, das habe ich mal vor kurzem gekauft. Gab es auch ein Unboxing. Und der Grund, warum ich es gekauft habe, war einfach, ja, wollte ich haben. Also kein Einsatzzweck dafür gehabt, jetzt eh eine Idee, sondern einfach war relativ günstig. Also für ein Spyderco made in Taiwan. Und da habe ich mir gedacht, mal spontan zugeschlagen. Ja, jetzt habe ich es eine Weile. Ist relativ klein, wie man sieht, relativ leicht. Warum es so klein ist, sieht man hier. Ich habe hier mal einen Dogtag, auch wenn es kein echter ist, nur einer von Medford. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Originalgröße haben. Und das sieht man auch schon. Das ist halt einfach die Original Hundemagengröße hier. Und darum ist das Ding so klein. Lässt sich schön mit einer Hand öffnen. Verriegelt aber nicht, ist also 42a konform. Und ja, jeder Kontrolleur wird sich eigentlich ja lächerlich machen, das Messer einzuziehen, aber egal. Wir haben hier relativ hochwertiges Material verbaut und es ist auch insgesamt sehr hochwertig verarbeitet, das Messerchen. Wir haben eine Klinge aus CBM S30V. Und ja, gut, das Trägermaterial hier ist, wie es aussieht, G10, also so ein Laminat mit hinten so einer Kohlefaser-Tapete drauf, nenne ich es mal. Ja. Das läuft insgesamt sehr gut, also absolut spielfrei, absolut schön läuft das alles. Wir haben hier, auch wenn man es hier nicht sieht, so ein Bronzewascher drin. Und das läuft alles wie ein Uhrwerk. Hört sich auch fast so an mit dem Klacken hier. Ja, also sehr gut gemacht, so wie man es von Daiwan kennt. Ja, also wirklich einen Einsatzzweck habe ich dafür nicht. Wobei ich sagen muss, ich habe es am ersten Tag, als ich es bekommen habe, habe ich abends noch ein IKEA-Regal aufgebaut. Und also ich denke zumindest, dass es von IKEA war. Meine Frau hat das gekauft. Und da habe ich da schon das zum Auspacken von dem großen Karton benutzt. Dafür geht es sehr gut, so als Boxcutter. Man kann es natürlich auch sehr schön in die Hosentasche einstecken, weil es sehr flach ist vor allem und sehr leicht. Aber im Gebrauch ist man doch eingeschränkt, wegen der Klingenlänge und vor allem auch noch wichtiger eigentlich für den relativ unförmigen Griff, den man hier hat. Also ich würde erst, vielleicht wird es so sogar am besten in der Hand liegen, wenn man dann so das so in der Hand hat und so herwärts zieht irgendwie oder halt vielleicht mit aufgelegtem Daumen. Also beim Boxcutten ist es in Ordnung, aber so irgendwelche Bauercuts oder so wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Die Klinge wäre da auf jeden Fall stabil genug dafür und auch vom ganzen Material her ausreichend natürlich, aber der Griff hängt dann ein bisschen nach dann. Ja. Bevor wir zu den technischen Daten gehen, nochmal zwei Sachen, die mir da negativ aufgefallen sind, und zwar eine Kleinigkeit, dass hier keine Kugelkette dabei war. Also ich finde, die wäre beim Preis noch drin gewesen. Das ist ja nur so ein Centartikel, so eine Kugelkette. Und eine Kugelkette gehört eigentlich zum Dogtag dazu. Also so lang, dass man sie sich um den Hals hängen kann. Und die hätten sie ruhig mit reinlegen können, wie ich finde. In Schwarz am besten. Hätte gut gepasst. Ob man sie da nutzt oder nicht, ist ja eigentlich egal. Aber die hätten sie mit reinlegen können. Hätte schon gut dazu gepasst. Der zweite Minuspunkt für mich ist das Griffmaterial. Ja, also ich sag mal so, wenn man so ein Spyderco hier hat und hat da die Griffschale aus so einem Laminat, dann ist es was anderes. Erstens mal sieht man die Rückseite sowieso nicht hier, wie bei dem Modell hier. Das sieht man das Ganze ja. Und außerdem ist das hier ja auch mehr Optik als Funktion, weil wir haben da unten eine fette Titanplatine, die das Ganze stützt. Und das ist hier ja nur
Ja, für die Optik und natürlich auch fasst sich das anders an als reines Titan. Die Oberfläche ist wärmer, weil es kein Metall ist und ein bisschen rutschfester. Und als Träger selbst haben wir hier weniger Funktion. Das schaut hier anders aus. Erstens mal ist es eine selbsttragende Konstruktion und auch nur eine einseitige, also schon was stabil sein sollte und was für mich aber noch viel schlimmer ist, weil G10 ist ja eigentlich auch ausreichend stabil, ist, dass wir hier die Carbon-Optik halt einfach auf der Seite nicht haben, weil es hier da nur auflaminiert ist. Ja. Das finde ich echt schade. Da hätten wir ruhig, falls es mehr kostet, ich weiß halt den Grund nicht, warum sie das überhaupt machen in Taiwan, hätten wir ruhig eine echte Carbon-Platte nehmen können. Ja, also ich glaube, das wird vom Geld her nicht ins Gewicht fallen, weil wir reden hier ja auch nicht von irgendwie 5 oder 10 Euro Artikeln. Und das, ich denke mal, das wäre drin gewesen. Aber gut, die haben sich da so entschieden. Dann kommen wir jetzt mal zu den technischen Daten, wenn es interessiert. Wir haben eine Gesamtlänge aufgeklappt von 83 mm. Die Klinge ist 30 mm lang. Also ich habe jetzt mal die Schneide einfach gemessen. Ich denke mal, das ist ähnlich wie die Klinge selbst. Dann haben wir die Abmessung geschlossen. 50 mal 29 mm. Klingenstahl habe ich schon gesagt, S30V. Gewicht haben wir 24 Gramm. Und das Griffmaterial, auch wenn hier irgendwo CF draufsteht, für mich ist es ein G10 Kohlefaserlaminat, das an dieser Stelle hier, da oben ist es natürlich ein bisschen dicker, haben wir 3 mm. Und das finde ich eben auch schön gemacht, wie ich finde, dass wir genauso viel haben wie 3 mm Klinge. Das ist nämlich die Klingenstärke und das Material, die Materialstärke vom Griff an dieser Stelle. Und ich finde, es sieht irgendwie harmonisch aus, dass es hier gleich dick ist. Ja, also 3 mm und 3 mm. Also ist ja für mich fast weniger ein Gebrauchsgegenstand im Moment. Vielleicht ändert sich es irgendwann mal. Aber ist auch ein schönes Spielzeug. Manche spielen mit anderen Sachen rum. Also das kann man sich auch mit beschäftigen. Anstatt einen Flipper kann man das auch so in der Hand halten und auf und zu machen, wenn man da Lust drauf hat. Nochmal ein Größenvergleich und noch gleich was dazu. Das ist ja mein EDC zu Hause hier, das Mini-Champ. Einfach mal als Größenvergleich. Nutzbare Klingenlänge haben wir hier bei dem kleinen Wick sogar etwas mehr, auch wenn es vielleicht nicht viel ausmacht. Aber wir haben sogar etwas längere Klinge und wir haben natürlich ohne Ende Funktionen, die ich daheim brauche. Ob das eine Schere ist, ein Schraubenzieher und Pinzetten, Kugelschreiber, da ist alles dran, was man braucht. Eigentlich sogar mehr als man braucht, aber ist halt so. Auf jeden Fall nutze ich da eben nicht nur die Klinge, ganz im Gegenteil. Und wenn ich das als Ersatz jetzt hier einstecken würde, würde es sich zwar in der Hosentasche weniger bemerkbar machen, aber ich hätte halt viel weniger Nutzen von dem Teil. Und darum würde es auch nie das kleine Victorinox ablösen. Ja, ist halt so. Was für Messer Spyderco-Fans, einfach für so Gadget-Fans, EDC, zum Fotografieren ist es schön. Eigentlich alles, da drin ist eigentlich alles schön, außer es benutzen, kann man so sagen. Obwohl man es auch mal benutzen kann, klar, aber wie gesagt, da habe ich eigentlich immer bessere Sachen einstecken. Ja. Okay. Ja, viel mehr fällt mir jetzt gerade tut gar nicht ein. Falls es noch Fragen gibt, könnt ihr ja nachher noch unten in den Kommentaren nachfragen. Ansonsten mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal und ciao.